Hedia, sie war ein Theater am Ernst-Reuter-Platz. War. Wir ergänzen das mal wie folgt. Die Tribüne war und bleibt ein Theater. Im März hatten wir ja schon angekündigt, dass ein neuer Betreiber in den Startlöchern steht. Gunnar Dressler heißt er und seit heute können wir seine konkreten Pläne vorstellen. Die Schlüssel hat er schon. Am 1. August übernimmt er und Mitte September eröffnet er die Tribüne am Ernst-Reuter-Platz. Gunnar Dressler. Von Kulturstaatssekretär André Schmitz wurde er heute vorgestellt. Dressler leitet bereits in Hamburg das Theater in der Basilika, ist Stückeschreiber, Regisseur und wohnt seit 10 Jahren in Berlin. Er übernimmt ein Haus, das nach Streichung der öffentlichen Förderung dicht machen musste. Bis Jahresende trägt der Senat die Miete, weitergehende Zusagen gibt es nicht. Das 90 Jahre alte Theater ist gut in Schuss, Umbauten sind vorerst nicht vorgesehen. Dies ist ein traditionsreiches Haus, ein wunderschönes Haus mit sehr viel Charme. Und als das vakant wurde, habe ich natürlich gedacht, ja, die Chance ist gut, greift zu. In Hamburg hat Dressler Minna von Barnhelm auf die Bühne gebracht und mit minimalem Bühnenbild den Nathan, aber auch Film- und Romanbearbeitungen fürs Theater. Viel Respekt hat er sich mit Produktionen für Kinder und Jugendliche erworben. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt bist du wohl endgültig übergeschnappt, was? In Berlin will er viel Neues auf die Bühne stellen, aber auch manche Produktion mit Hamburg austauschen. Und neben dem Theatersaal soll auch in den Blauen Salon wieder Leben einziehen. Also das Theatersterben im Westen jedenfalls ist zu früh ausgerufen worden. Ich freue mich sehr, dass wir hier für dieses traditionsreiche Haus jetzt jemanden gefunden haben mit großer Theatererfahrung. Am 20. September, 3 Wochen nach Wiedereröffnung des Steglitzer Schlossparktheaters, geht auch in der Charlottenburger Tribüne wieder der Vorhang hoch.